Du bist schon seit Tagen unterwegs. Dein Körper schmerzt und du bist schweißgebadet von der Hitze der Sonne, die über dir steht. Und doch bist du in mehrere Schichten von Kleidung gehüllt. Sogar dein Gesicht ist bedeckt und du trägst eine dicke, schwarze Brille, damit kein einziger Zentimeter deines Körpers entblößt wird. Deine Reise war lang und du fühlst dich, als könntest du vor Erschöpfung oder wegen der vielen Kleidungsschichten vor Überhitzung sterben. Aber es ist besser zu sterben, als ausgesetzt zu sein. Du hast es gesehen, als sich dein ganzes Team, verändert hat. Dem Licht kann man nicht trauen. Nicht einmal für den Bruchteil einer Sekunde. Das ist schon seit Jahren so. Du hast durch schmerzhafte Erfahrungen gelernt und überlebt. Viele von denen, die du früher kanntest, können das nicht so von sich behaupten. Du bist schon so lange allein. Du hättest schon alle Hoffnung aufgegeben, wäre da nicht das Notsignal gewesen, das von einer nahegelegenen Eindämmungsanlage der SCP-Stiftung Standort 46 kam. Jede Art von Überlebenden wäre besser als nichts. Egal in welchem erbärmlichen Zustand sie waren, solange sie noch menschlich waren. Du findest einen Weg zu einer Öffnung in der Seite eines Berges und gleitest in die Höhle. In der Hoffnung, dass du nicht entdeckt wurdest. Die ganze Welt wimmert jetzt von diesen Dingern. Du darfst nicht gesehen werden. Während du durch die Höhle zum Eingang schleichst, siehst du etwas, das aussieht wie eine riesige schwarze Schneckenspur, die auf den Boden verteilt ist und in die Anlage führt. Du versuchst sie zu umgehen und gehst weiter. Um hineinzukommen, brauchst du nicht einmal eine Schlüsselkarte. Die Tür wurde einen Spalt offen gelassen. Die Anlage stinkt nach diesen Dingern, aber du kannst keine von ihnen sehen. Du kannst nur hoffen, dass sie weitergezogen sind und ein paar menschliche Überlebende zurückgelassen haben. Der Ort sieht verlassen aus. Jeder Schritt, den du machst, hallt durch die leeren Gänge. Als du feststellst, dass der Anzug außer Betrieb ist, nimmst du die Treppe bis hinunter zur Ebene B5. Keter-Eindämmung. Zu deinem Glück scheinen alle Zellen leer zu sein. Denn die Schrecken, die in ihnen gefangen gehalten wurden, haben sich schon längst aus dem Staub gemacht. Du folgst der schleimigen schwarzen Spur, bis du ein verlassenes Büro findest. Hier sind keine Menschen mehr. Nur eine kaputte Barrikade, ein paar leere Medikamentenflaschen und ein Eimer, den die Menschen im Büro offenbar als Toilette benutzt haben. Du atmest enttäuscht auf, weil hier niemand mehr lebt, aber du bist erleichtert, dass du aus der Sonne raus bist. Endlich kannst du deine Jacke und die Kopfbedeckung abnehmen. Mit deinen unbedeckten Augen bemerkst du, dass sein Computerterminal in der Nähe noch eingeschaltet ist. Du setzt dich an den Schreibtisch und schaltest den Monitor ein. Aufgrund der Notfallprozeduren, die in einem K-Klasse-Szenario wie diesem eingeführt wurden, gibt es keine Sicherheitsvorkehrungen mehr. Du kannst auf alle Informationen zugreifen, die du brauchst, bis hin zu der Frage, was eigentlich passiert ist. Im dumpfen Schein einer nahegelegenen Notbeleuchtung siehst du eine dunkle Gestalt, die im Schatten durch die Gänge schleicht. Du spannst dich an und atmest aus, als sie sich in einen angrenzenden Flur schleicht. Du bist in Sicherheit. Vorerst. Das Terminal hat endlich geladen und deinen Zugang authentifiziert. Du starrst auf die Datei für SD-Lockes-Entwurf für SCP-001, wenn der Tag anbricht. Es ist der einzige Name, den du der Apokalypse geben kannst, die deine Welt gerade erlebt. Es handelt sich um eine der wenigen Anomalien in der Geschichte der SCP-Stiftung, die in die Apollyon-Eindämmungsklasse eingestuft wurde. Was so viel bedeutet, dass eine Eindämmung wirklich unmöglich ist. SCP-001 ist der gefährlichste Feind, dem die Stiftung und der Planet Erde je gegenüberstanden. Es war schon immer ein Grundsatz der SCP-Stiftung, im Dunkeln zu kämpfen, damit die zivile Welt im Licht gedeihen kann. Aber jetzt ist das Licht zum Feind geworden. Jeder, der auch nur für kurze Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, wird den Auswirkungen von SCP-001 ausgesetzt. Und diese Auswirkungen sind mehr als entsetzlich. Der SCP-Stiftungsadministrator hat ein dringendes Memo herausgegeben, in dem er die Mitarbeiter der Stiftung auffordert, sich um jeden Preis auf den Weg nach Standort 19 zu machen. Denn sie brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Diejenigen, die SCP-001 ausgesetzt waren, werden nicht mehr als Menschen betrachtet. Ihre neue Bezeichnung ist SCP-001-A. Diese neuen Wesen sind unter allen Umständen zu meiden. Aber in Notfällen, sagt der Administrator, ist es erlaubt, Teile deiner verwandelten Kameraden abzuschneiden und sie zu essen, um nicht zu verhungern. Du solltest nicht versuchen, sie zu töten, denn das wird dir nicht gelingen. Damit bringst du dich nur selbst in Gefahr.
Als sich die Sonne veränderte und zu SCP-001 wurde, betraf das sofort 6,8 Milliarden unschuldige Menschen. In der Sekunde, in der das sichtbare Licht sie berührte, sei es von der Sonne selbst oder sogar vom Mond reflektiert, verflüssigten sich ihre Körper und schmolzen wie Kerzenwachs zu Pfützen. Aus lebendigem, geleeartigem Schleim. Dieser Effekt ist auch nicht auf Menschen beschränkt. Jedes biologische Wesen, das dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, macht sofort denselben irreversiblen Schmelzprozess durch und wird zu SCP-001-A. Und das Grauen hatte gerade erst begonnen. Menschen, die in SCP-001-A verwandelt werden, behalten Schattierungen ihrer früheren Intelligenz und Persönlichkeit. Sie können sogar versuchen, ihre neue klebrige Masse in eine Form zu zwängen, die ihrer ursprünglichen Gestalt ähnelt. Allerdings verlieren diese Menschen ihr Selbstempfinden, wenn sie mit anderen Instanzen von SCP-001-A in Kontakt kommen. Wenn sie zusammenkommen, verbinden sich die 001-A-Instanzen auf molekularer Ebene und werden zu schrecklichen, riesigen Klumpen, die nur einen Zweck haben: mehr Materie in ihren Körper zu integrieren. Deshalb müssen sie um jeden Preis vermieden werden. Du suchst weiter am Computerterminal nach Antworten. Vielleicht gab es eine Art Notfallplan für diese Situation. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen rückgängig zu machen. Oder zumindest dem Albtraum zu entkommen, zu dem die Erde geworden ist. Stattdessen findest du eine Reihe von Anhängen, die mit der SCP-001-Datei verknüpft sind und die die letzten Tage der Menschen beschreiben, die sich in der Anlage verbarrikadiert hatten. Darunter waren vor allem die Forscherin Dr. Logan Igotta, ihr Partner Ari, ein Sicherheitsbeamter namens Commander Anhand und einige andere. Dr. Igotta hatte sich in ihrem Büro eingeschlossen, wo sie ihre letzten Botschaften an die Welt aufnahm. Im ersten Audioprotokoll schienen Dr. Igotta und ihre Begleiter ängstlich, aber hoffnungsvoll, dass es einen Ausweg aus dieser Situation geben könnte. Dr. Igotta berichtete, dass die meisten Arbeiter in der Anlage während des ersten Ereignisses verwandelt wurden. Ihre geschmolzenen Körper waren außerhalb der Anlage verschmolzen und nun versuchten sie, sich den Weg zurück nach drinnen zu bahnen. Die Verteidigungsanlagen hatten bisher gehalten und sie schienen zuversichtlich, dass sie lange genug halten würden, um einen Weg zu finden, dieser schrecklichen Situation zu entkommen. Du öffnest den zweiten Anhang, einen Bericht über einen Zwischenfall, und stellst fest, dass die Dinge vielleicht nicht so hoffnungsvoll waren, wie Dr. Igotta behauptet hat. Sie berichtete, dass sie die riesige Masse an geschmolzenen Kreaturen wieder an die Tür hämmern hörte, die sie anflehten, herauszukommen und mit ihnen die Sonne zu erleben. Sie wollten unbedingt ihre ständig wachsende Biomasse vergrößern. Um auszuprobieren, was genau passieren würde, schickten sie eine ihrer wenigen verbliebenen D-Klassen mit einem kompletten Schutzanzug hinaus. Er überlebte nicht lange. Die riesige Kreatur packte ihn mit Tentakeln aus rekonstruiertem Fleisch. Es begann, ihm den Schutzanzug vom Leib zu reißen, während er um Gnade schrie. Es war ein Monster, das aus Dutzenden von Menschen und Tieren bestand. Er konnte es niemals überwältigen. In der Sekunde, in der die Sonne seine Haut berührte, schmolz er dahin und wurde von der großen Masse aufgesogen. Waffen waren gegen diese SCP-001-A-Superwesen unwirksam. Feuer würde nichts nützen. Es schien so, dass extrem niedrige Temperaturen die einzige Möglichkeit waren, diese riesigen Klumpen zu verlangsamen. Und selbst dann nicht dauerhaft. Doch es gab einen Lichtblick in der Dunkelheit. Der Standortleiter hatte einen geheimen Tunnel unter seinem Büro, der mit einer U-Bahn verbunden war, die sie hoffentlich direkt zum Standort 19 bringen konnte, ohne dass sie Gefahr liefen, SCP-001 zu entdecken. Es war ein guter Plan und bei weitem die beste Option, die sie zur Verfügung hatten. Aber die besten Pläne funktionieren in der Praxis oft nicht. Du öffnest den nächsten Anhang auf dem Terminal. Diesmal ist es eine Videoübertragung. Du kannst Dr. Logan Igotta tatsächlich sehen und sie sieht erschüttert aus von dem, was sie erlebt hat. Es stellt sich heraus, dass etwas passiert ist, während die anderen einschließlich ihres Partners Ari versucht haben, durch den Tunnel zu entkommen. Dr. Igotta hörte die Stimme von Ari über ihr Funkgerät. Aber irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Sie war zu tief, zu kehlig und voller Glucksen. SCP-001 hatte sie erwischt. Sie war wie verwandelt. Das Monster von oben war durch die Decke hereingekrochen. Es hatte sie geholt. Alle. Und sie in etwas Unmenschliches verwandelt. Jede Hoffnung auf ein Entkommen schien nun verloren. Ari sagte Dr. Igotta, dass das schon in Ordnung sei. Dass draußen so ein schöner, sonniger Tag sei. Und sie ihn im Büro vergeuden würde. Sie quälte Dr. Igotta mit ihren gemeinsamen Erinnerungen an Picknicks im Park, an sonnigen Tagen in der Vergangenheit. Das Monster mit Aris Stimme tat alles, um Dr. Igotta davon zu überzeugen, aufzugeben und sich ihnen anzuschließen. Aber sie war noch nicht bereit zu gehen.
Du wendest deinen Blick vom Bildschirm ab, als du in der Ecke ein Geräusch hörst. Du siehst eine dunkle Pfütze mit einer unbekannten Substanz und dann ein paar skelettierte Hände, die aus der Pfütze aufsteigen. Die Hände ziehen sich selbst aus der Pfütze, gefolgt von einem skelettartigen Gesicht mit verfilzten Haaren. Du musst dich beherrschen, nicht zu schreien, bis ein Blitz aus einer nahegelegenen Sicherheitsbeleuchtung die Gestalt verschwinden lässt. Es ist wieder eine normale Pfütze. Dein Verstand spielt dir einen Streich. Du öffnest den nächsten Anhang, ein weiteres Video, und siehst, dass sich Dr. Igottas Zustand verschlechtert hat. Sie sah blass, verzweifelt und dünn aus. Sie benutzte ein Messer, um ihr eigenes Blut auf ein Stück blutverschmiertes Pergament mit seltsamen Symbolen zu zeichnen. Igotta schimpfte über ihre Theorie. Was wäre, wenn 001 den Geist und den Körper seiner Opfer übernimmt, aber nicht ihre Seelen? Durch eine Art arkanes Blutritual hoffte sie, zumindest die Seele von Ari zu retten und zu behalten. Auch wenn ihr Geist und Körper verloren waren. Du öffnest den nächsten Anhang. Es scheint, dass Igottas Ritual funktioniert hat, aber nicht so, wie sie gehofft hatte. Die verdrehte Seele von Ari, die von SCP-001 in den Wahnsinn getrieben wurde, hat von der Datei Besitz ergriffen. Sie beginnt den Text der Datei in verrückte Tiraden darüber zu verwandeln, wie sinnlos es ist zu kämpfen. Dann wurde auf ein noch erschreckenderes Video umgeschaltet. Dr. Igotta wälzt sich im Schlaf in einem provisorischen Bett in der Ecke ihres Büros hin und her. Die Kamera nähert sich ihr in der Ich-Perspektive und verweilt über ihrem schlafenden Körper. Eine ölige, skelettartige Hand streicht an der Kamera vorbei und fährt mit den Fingern durch ihre Haare. Es ist genau die gleiche Hand, die du vorhin aus der schwarzen Pfütze herausgreifen sahst. Du musst Aris verweilenden Geist gesehen haben. Mit einem Kloß im Hals öffnest du den nächsten Anhang und schaust dir das Video an. Du siehst Dr. Igotta, die nun wirklich gebrochen ist. Sie wird schon lange von Aris dämonischem Geist heimgesucht und das hat eindeutig seinen Tribut gefordert. Sie fuchtelt mit einer Handfeuerwaffe herum, während sie spricht. Sie glaubt jetzt, dass es nur einen Weg gibt, um zu entkommen, aber nicht auf diese Weise. Sie will nicht, dass die Waffe die Aufmerksamkeit auf ihren Körper lenkt. Sie will nicht Teil der Masse werden, selbst wenn sie tot ist. Sie öffnet eine Schublade auf dem Schreibtisch, an dem sie gerade aufnimmt, und legt die Waffe hinein. Dann entschuldigt sich Dr. Igotta bei ihren Angehörigen, die wahrscheinlich schon lange tot oder assimiliert sind, und schaltet die Aufnahme zum letzten Mal aus. In diesem Moment bemerkst du, dass es in dem Schreibtisch vor dir eine einzelne Schublade gibt. Als du nach vorne greifst und sie öffnest, siehst du, dass die gleiche Pistole, die Dr. Igotta in der Hand hatte, darin liegt. Du hebst sie auf, betrachtest sie und wägst deine Option ab. Vielleicht gibt es wirklich keinen anderen Ausweg. Dann siehst du ein Update in der Datei. Ein weiterer Anhang wurde hinzugefügt, während du die Waffe untersucht hast. Du spürst, wie dein Herz in deiner Brust pocht, als du nach vorne greifst und den Anhang öffnest. Der Text wurde komplett geändert. Die Datei auf SCP-001 ist jetzt ein Gedicht, eine Hommage an die Sonne und an die ultimative Zweisamkeit. Dann öffnet sich spontan eine Videodatei auf dem Bildschirm. Es ist ein Video von dir, das von hinten aufgenommen wurde. Du siehst diese öligen, skelettartigen Hände, die in der Dunkelheit nach dir greifen, genau wie bei Dr. Igotta. In diesem Moment gerätst du in Panik und feuerst die Waffe hinter dir ab, in der Hoffnung, den Geist zu verscheuchen. Stattdessen lockt das Geräusch der Schüsse etwas viel Schlimmeres an. Der riesige Klumpen aus schreiendem, geschmolzenem Fleisch stürmt auf das Büro zu. Du versuchst, die Tür zu verbarrikadieren, aber das ist nicht genug. Das Fleisch sickert hindurch und packt dich mit seinen Fleischpranken. Du schreist und versuchst zu entkommen, aber das wird dich sicher nicht retten. Nichts wird dich mehr retten können. Das Fleisch trägt dich die Treppe hinauf, durch all die leeren Gänge, hinaus aus der Höhle. Du kannst das Licht in der Ferne schon sehen, während der Klumpen dich dorthin befördert. Du wirst nicht mehr lange allein sein. Tatsächlich wirst du nie wieder allein sein. Schau dir jetzt SCP-001, der scharlachrote König, und SCP-001, welches ist die echte 001, an, um noch tiefer in die Geheimnisse von SCP-001 einzutauchen. Bis zum nächsten Mal.